Μεγαλώνει με και πλειώνει. Το μία και χειροκτώνε. Πυραγωρό. Hier werden Sie besonders wachsam sein. Das Haus des Anführers. Und los geht's! Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Sie meinte, das Werkzeug wäre in der Friesa-Festung.
Komm schon. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Irgendwann wirst du. Das muss die Friesa-Festung sein.
da drin. Hey, wer ist da? Jetzt stirbst du! Das Werkzeug der Ärztin. Ich habe, worum mich die Ärztin gebeten hat. Ich sollte zurück zum Weingut. Ich vernichte dich! Los! Ella! Ich habe deine Sachen. Danke. Sie sind äußerst speziell. Ich hätte sie nicht rechtzeitig ersetzen können. Meine Trauben sind gerettet! Mich beschleicht das Gefühl, dass es dir immer nur darum gegangen ist. Ohne Trauben nichts zu tun. Durch die Heilung der Arbeiter hast du meinen Hof gerettet. Nimm dies hier. Der Söldner wusste nichts. Er schaffte es gar nicht erst in die Gruft. Echt
Zeitverschwendung. Ligeia wartet und wir haben nichts getan, um ihr zu helfen. Das stimmt nicht ganz. Der Söldner trug diesen Speer bei sich. Mit ihm will er die Schlangenhaarige getötet haben. Nein, nein, die Kreatur entführte Ligeia. Sie kann nicht tot sein. Sie wartet in ihrer Gruft. Dann gibt es etwas an dieser Geschichte, das wir noch nicht verstehen. Hast du einen Weg in die Gruft gefunden? Ligeias Geschichte stimmte. Die Töchter der Artemis hüteten diese Scheibe, den Schlüssel, das... Ich kann die Gruft öffnen. Du hast doch keine der Töchter verletzt, als du die Scheibe nahmst, oder? Ah, es bestand kein Grund zur Gewalt. Die Töchter der Artemis bemerkten mich nicht einmal. Dann ist Tücher auf deiner Seite. Für Ligeia besteht noch Hoffnung. Wütende Schlangen. Ein schlechtes Omen. Nur ein Mythos erzählt von zu Stein gewordenen. Ich höre dich, Geliebte. Sieh mir in die Augen. Ligeia! Nein. Ligeia. Ich bin hier. Ah!
Gaia muss das Artefakt genommen und sich in die Kreatur verwandelt haben. Ich frage mich... Erinnern wird sich, sage ich, wohl noch mancher an uns. Thank you.
zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Ruderer, auf Position! So, dass du wieder da bist, Kapitän. Vor! Die
Kapitän. Yeah.
Die Götter schickten dich. Was ist passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten. Sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt. Bitte, rette ihn. Ich riskiere meinen Hals nicht für den Bruder eines Seemanns. Außer natürlich, du hast ein paar Drachmen bei dir. Ich bin kein Seemann, ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrte es uns. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann. Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder. Dann komme ich mit auf dein Schiff. Einverstanden. Wo finden wir diese Piraten? Es gibt eine Insel westlich von Böotien und südlich des Helikon. Offenbar kommen sie von dort. Kannst du mir sonst noch etwas sagen? Nein, alles ging so schnell. Wegen des Krieges gibt es im Moment mehr Piraten als Flöhe auf einem Schwein. Aber ihr Lager kann nicht weit sein. Wir finden die Piraten und retten deinen Bruder. Das ist nicht von dieser Welt. Ich höre euch, meine Brüder und Schwestern. Da poltert heute. Siehst du? Sie sind hier. Die Götter sind hinter dieser Tür. Hör nur. Ich wollte wirklich nicht so lange fortbleiben. Ketera ist, naja, wenn ihr irgendwo eine neue Plage ausprobieren wollt. Das ist nicht, was ich erwartet hatte. Das ist Tarnung, meine fantasielose Freundin. Um jene zu täuschen, die nach dem Glanz dahinter suchen. Ah, du hörst sie auch. Da drin ist irgendwas, Empedokles. Aber es ist größer als Aphrodites einladender Busen. Sie bereiten unsere Begrüßung vor. Beeilung, wir dürfen nicht zögern. Was auch da drin ist. Ich bin bereit. Meine Brüder und Schwestern! Das Haus der Götter. Schöpfer des Universums! Streckt eure mächtigen Hände aus und bringt mich in den Himmel! Malaka. Werden diese Malakas immer größer. Oh, der sieht unglücklich aus. Dann wollen wir ihn mal aufhalten. Oh.
dachte, Empedokles wäre der Schönste. Je größer die sind, desto öfter muss ich zustechen. Zimmermann. Die Ratten haben seinen Bruder entführt. Wenn wir den retten, wird er uns helfen.
könntest dich ja bergen. Bruder, bereit machen! Kapitän, verlässt das Steuer! Das wird wehtun, Arschgesicht! Jetzt stirbst du! Zeig mal, ob du mit der Waffe... Dein Bruder schickt mich. Dieser Narr schickt immer wieder andere für die Drecksarbeit. Wie schlimm ist es? Das Ende ist nah. So habe ich mir meinen Tod nicht vorgestellt. Festgesetzt auf einer scheiß Insel. Ich hasse die See. Soll ich deinem Bruder etwas mitteilen? Sag meinem Narren von Bruder, dass ich... gefunden? Wo ist er? Er hat nicht überlebt. Tut mir leid. Nein, nein, nein! Verfluchte Götter! Auf diesem Schiff gab es nur Piraten, keine Götter. Ich bat ihn, mit mir zu kommen. Er hasste die See. Ein Speer in der Hand macht mir den Schmerz erträglich. Wir geben dir einen Hammer, wenn du zu deinem Wort stehst. Natürlich. Mir ist hier nichts mehr geblieben. Η τραγωδία κινείται μεταξύ τριών βαθμίδων. Αλήθως αυτό είναι
das von den Persern? Das Blut der Feinde wird unseren Anführern zeigen, dass meine Strategie die richtige ist. Diese Siegel sollten sie überzeugen. Gut gemacht. Unsere Truppen sind auf dem Vormarsch. Sie unterschätzen die Spartiaten. Und mich halten sie für weit weniger als einen Spartiaten. Wir sollten wieder zuschlagen. Die Athener werden nur langsam darauf reagieren. Bist du bereit, noch mehr Festungsbefehlshaber zu töten? Ich töte die Befehlshaber und mache den Weg für deine Truppen frei. Nur Narren wollen den Krieg. Und es sieht aus, als gäbe es genug Narren auf beiden Seiten. Gute Neuigkeiten, Feldherr. Dank meiner Taktik wurden Athener Befehlshaber wegen Untätigkeit entlassen. Lieber arbeitslos als tot. Du bist eine verlässliche Verbündete. Verlieren wir keine Zeit. Wir müssen die feindlichen Festungen einnehmen. Lass mich dich noch etwas fragen. Zeitverschwendung. Du hältst nicht viel von Spartas Anführern. Wenn ich siege, beugen sie sich. Schere. Warum bist du noch hier? Töte die feindliche Führungsriege. So gut wie erledigt. Ah, ich erkenne deine Schritte. Willkommen zurück. Es wird dich freuen, dass ich bei der Statue der Athena auf der Akropolis war. Wäre ich nur dort gewesen, um ihre Präsenz zu spüren, würdest du sie mir bitte beschreiben? Wenn Athen eine Stadt der Statuen ist, dann ist Athena ihre Beschützerin. Sie steht hoch über allem und wacht über die Stadt. Ja, und sie steht dort nicht nur und wacht über Athen, sondern sie dient auch als Mahnmal für das Leid dieser armen Leute während der Invasion. Jetzt bist du dran zu erzählen. Du sagtest, ein Mann wollte dich ermorden? Der Mann, der sich erhob, um den Tyrann Xerxes zu töten, hieß Dareios. Er gehörte einer neuen Bruderschaft von Mördern an, wie Persien sie noch nicht gekannt hat. Er wurde auch angeheuert, um mich zu töten. Ein Königsmörder soll einen einfachen Blinden töten? Warum? Ich habe dein Interesse geweckt, oder? Erzähl noch eine Geschichte, dann tue ich das auch. Ich bin zurück aus Akrokorinth. Von dort konnte ich ganz Korinth überblicken. Ich kann nur raten, was die Anhänger der Aphrodite tun, um sie zu ehren. Die Hetären halten den Geist von Aphrodite lebendig. Meist bis tief in die Nacht. Genau, was eure Göttin verdient hat. Als ich jünger war, lag ich oft wach und habe mir ausgemalt, wie es wäre, wenn ich sie anbeten würde. Da das erledigt ist, schuldest du mir eine Geschichte. Du sagtest, der Königsmörder Dareios wurde angeheuert, um dich zu töten? Das stimmt. Von meinem Bruder. Dein Bruder? Das ergibt doch gar keinen Sinn, alter Mann. Ich glaube, ich kann dir trauen. Mein Bruder und ich sind die letzten lebenden Söhne von König Xerxes. Unmöglich. Dann wärst du König. War ich. Mein Name war Artaxerxes. Ich führte Persien durch eine Zeit des Friedens. Doch mein Bruder wollte den Thron und plante meinen Tod. Nun verstecke ich mich hier im Exil und lebe als einfacher Bettler. Ich erzähle dir mehr doch zuerst. Ja, ja, Geschichte für Geschichte. Ich kehrte zum Taygetos-Gebirge zurück. Zurück? Sag mir, hast du den Berggott getroffen, der Spartas Kinder verschlingt? Der Berg ist ein Berg wie jeder andere. Was das Taygetos-Gebirge zu einem Ort des Leids macht, sind die Menschen dort. Ja, das gilt für alle schlimmen Orte auf dieser Welt. Als ich ein Kind war... Ich wusste gleich, als wir uns trafen, dass du eine Bürde früheren Leids mit dir herumträgst. Lass es in der Vergangenheit. Nun sag mir, König Artaxerxes, wie kann ich deine Geschichte glauben? Du siehst nicht unbedingt königlich aus. Nun, darum geht es doch. Ich verstecke mich. Beweise es mir. Ich könnte. Weißt du, ich kannte einen Mann namens Themistokles.
Ein Athener Feldherr. Ich hörte, er wurde durch ein Scherbengericht aus Athen verbannt. So ist es. Wegen belangloser Politik. Er kam nach Persien zu mir und bat mich um Asyl. Ich war König zu dieser Zeit, aber noch ein Kind. Er lernte Persisch und erzählte mir von seiner Heimat. Von Orten wie Akrokorinth, dem Taygetos-Gebirge. Die Orte, die du gern gesehen hättest. Ich liebte die Geschichten und ich liebte Themistokles wie einen Vater. Er war netter zu mir, als Xerxes es jemals war. Eine letzte Geschichte, dann verrate ich dir, wo er seinen Schatz versteckt hat. Wenn du von dem Vogel hören möchtest, könnte ich ihn dir beschreiben. Nichts würde mich glücklicher machen. Es ist eine große Statue, gefertigt aus den Klingen gefallener Soldaten. Sie steht hoch über dem Stymphalossee und den goldenen Feldern. Dort oben konnte ich vergessen, dass Krieg herrscht. Dann ist es, wie es mir beschrieben wurde. Der Vogel erinnert an Herakles Kampf gegen das Chaos, an einem besonders ruhigen Ort. Hoffentlich ergänzen sich die beiden zum Besten. Also, ich war an den fünf Orten, von denen Themistokles dir erzählt hat. Dafür wird dir meine Seele ewig dankbar sein. Nun zur Geschichte. Themistokles starb friedlich in Persien, als einer von uns. Ich versprach ihm, die Orte zu besuchen, von denen er erzählt hat. Seine Geschichten leben in mir weiter und nun auch in dir. Und deine Geschichte? Ich ließ die Leute glauben, dass Dareios mich getötet hätte, damit ich fliehen konnte. Artaxerxes, du solltest noch etwas wissen. Ja? Mein Großvater war Leonidas von Sparta. Das heißt? Dein Vater, König Xerxes, hat meinen Großvater getötet. Dann bist du zur Blutrache verpflichtet. Artaxerxes, falscher König. Diese Söldnerin führte mich zu dir. Es ist Zeit, meinen Auftrag zu Ende zu bringen. Kassandra, bitte! Bleib nur hinter mir. Schlag dich zu Boden! Artaxerxes, bist du verletzt? Obwohl du verpflichtet gewesen wärst, Leonidas zu rächen, hast du mich gerettet. Danke. Ich hatte keine Wahl. Der Mann wollte deinen Tod. Man hat ihn wie die anderen auf dich angesetzt. Er war es. Wenn er nicht nach Persien zurückkehrt, wird mein Bruder einen anderen schicken. Und dann noch einen. Ich sollte mein Schicksal akzeptieren. Du bist ein tapferer Mann, Artaxerxes. Das habe ich von Themistokles gelernt. Nun, was dich angeht, ich schulde dir etwas. Nun, ich habe dich gerettet und ich ging auf Abenteuer für dich. Eure Hoheit. Das stimmt. Auch wenn viele deiner Geschichten nicht mit denen des Themistokles übereinstimmten. Dinge ändern sich. Ja, und wir sind der Beweis dafür, nicht wahr? Nun zu Themistokles Schatz. Finde das Grab auf Salamis, wo er die Flotte meines Vaters so triumphal geschlagen hat. Dort wartet deine Belohnung. Libyan! Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig. Göttin des Krieges und der... Hast du meine Siegel schon? Aber natürlich. Gut, die Spartaner werden bald merken, dass jemand ihre erfahrensten Anführer ausschaltet. Wahrscheinlich, aber noch haben sie mich nicht. Interesse an noch mehr Aufträgen? Natürlich. Was brauchst du? Wenn das so weitergeht, müssen die Spartaner bald Bauern rekrutieren. Du bist wirklich kein Freund von Sparta. Wärst du es an meiner Stelle? Sie missachten alles, wofür Athen steht. Sie machen sich nichts aus Kunst oder Bildung oder Philosophie. Für sie ist der Krieg das einzige Ziel. Und so etwas aus dem Mund eines Feldherrn der Athener Armee. Ich diene Athen mit Waffen, weil ich ein guter Kämpfer und Stratege bin. Und damit schütze ich jene,
die unserer Kultur und unserem Erbe dienen. Ihr Glück, dass sie dich haben. Ich habe mir meinen Platz verdient. Wärst du bereit, noch mehr spartanische Befehlshaber auszuschalten? Ich hol dir deine Siegel. Warum greifen die Spartaner Athen diesmal an? Warum tun sie irgendwas? Um zu erobern, für den Ruhm, weil sie nichts anderes als den Krieg kennen. Und was machst du mit all den Siegeln? Erstmal dienen sie als Beweis für meine Erfolge. Sie verleihen meinen Worten Gewicht. Nur wenige Athener haben je ein spartanisches Siegel gesehen. Aber du hast noch andere Pläne für sie. Ich möchte, dass meine Kinder sie eines Tages sehen. Und dabei sind, wenn ich sie einem Tempel spende. Als Anreiz, sich ihre eigenen zu verdienen. Du wirkst nachdenklich. Denkst du an das, was deinem Großvater passierte? Nein. Ich denke an die erste Schlacht, die ich verlor. Was geschah? Ich habe meine Fähigkeiten überschätzt. Wir sollten eine Stadt belagern, aber ich war ungeduldig. Ich wollte mich beweisen. Es ging auf Kosten meiner Männer. Du hast den Befehl missachtet. Ja, ich führte einen schlecht vorbereiteten Angriff auf Aetolien. Es war pure Hybris meinerseits und meine Männer zahlten dafür. Mein bester Freund starb in dieser Schlacht. Nie wieder! Ich verstehe, warum du dir einen Vorteil gegenüber den Spartanern verschaffen willst. Die Spartaner sind bereits im Nachteil. Sie haben mich zum Feind. Was ich weiß, reicht mir. Jemand zahlt gutes Geld für deinen Tod. Sehen Sie die Ohren, Professor. Angriff! Kapitän!
nicht so nach Zoologie. Aber mir kommt es gerade recht. Ja. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Die Götter sind mit mir. Ich glaube, hier bin ich richtig. Leer. Da hatte jemand dieselbe Idee. Die Götter werden uns verlassen. Wir sind verloren. Die Götter werden uns sicher verfluchen. So schlimm kann es nicht sein. Oh, es ist furchtbar. Sag mir, was passiert ist. Der Leuchtturm wurde von Banditen geplündert. Den Schrecken des Kyknos. Ich fürchte, sie wollen zum mykenischen Grab von Ajas. Ich kümmere mich um sie. Oh nein.
Es sind viel zu viele. Sie rechnen nicht damit, dass ihnen jemand folgt. Ich schleiche mich an und überrasche sie. Und weiter. Du kommst zurück wie der Wind. Hast du Ayas goldene Feder für mich? Hier, nimm sie. Sie ist sehr hübsch, nicht? Ja, sie wird sich gut in meiner Sammlung machen. Du warst flink wie der Westwind und hast mir meine goldene Adlerfeder gebracht. Nun hol mir eine weitere Kostbarkeit. Klar. Ich bin zu allem bereit, wonach dir der Sinn steht. Ein reicher Händler aus Makedonien besucht verschiedene Heiligtümer in der ganzen Ägäis. Und am heiligsten von ihnen will er ein großes Opfer darbringen. Oh, was will er den Göttern opfern? Und wieso? Der Grund ist unwichtig. Vielleicht will er, dass die Götter sein Geld vermehren. Oder sein Ding härter machen. Aber das Opfer soll ein prächtiges goldenes Armband sein. So schön wie Aphrodite selbst. Und so kunstfertig, als hätte es Hephaistos persönlich hergestellt. An meinem Handgelenk macht es sich besser als auf einem Altar. Wie weit muss ich reisen, um diese heiligen Orte zu finden? Eine aus meiner treuen Mannschaft, Anaximander, hat Karten dieser Orte für dich angefertigt. Er ist sehr geschickt bei sowas. Werden diese Heiligtümer bewacht? Wahrscheinlich nicht, aber es besteht die Gefahr, dass du die Götter verärgerst und sie dir zum Feind machst, falls dir so etwas nicht gleichgültig ist. Das reicht mir fürs Erste. Ich werde nach diesem Armband Ausschau halten. Nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist nicht das, wonach Xenia sucht. Und los.
darf mich hier nicht erwischen lassen. Das muss der Ort von dieser Karte sein. Jemand warf das Kästchen hierher, doch es ist leer. Blütenblätter. Sie haben wohl das Opferkästchen eingerahmt. Der Deckel des Opferkästchens. Diese Bänder verschlossen das Kästchen. Hier fehlt ein Opferkästchen. Vielleicht hat eins dieser Paare etwas gesehen. Ich dachte, es gefällt dir. Hast du eine Vorstellung, wie viel es wert war? Was es wert war? Was soll ein göttlicher Fluch schon wert sein? Sei doch nicht so verdammt abergläubisch. Das Armband war unbezahlbar. Hey. Du denkst immer nur ans Geld. Was ist mit meinen Gefühlen? Hey. Ich wollte dich beeindrucken. Du wolltest mir an die Wäsche, meinst du? Hey. Was willst du denn? Wer von euch Tölpeln hat das Armband aus dem Schrein genommen? Bei Poseidon, sie weiß es. Halt den Mund. Sie weiß überhaupt nichts. Wie könnte sie auch? Vielleicht, weil jeder Ziegenhirte in der Gegend euch streiten gehört hat? Gebt mir das Armband. Du machst mir keine Angst. Los! Ich warf es von der Klippe hinein ins Meer. Na lacker. Dann muss ich wohl schwimmen gehen. Ah, meine reizende Söldnerin. Neuigkeiten? Ein erstaunliches Schmuckstück. Damit wirst du unwiderstehlich aussehen, wie Aphrodite persönlich. Ich bin kein schönes, kleines Spielzeug. Nein, natürlich nicht. Es lässt dich stark aussehen. Ach, hör auf, mir in den Hintern zu kriechen. Ach, mein Westwind kommt zurück. Deine Begeisterung für die Schatzsuche scheint abzufärben. Gibt es eine größere Leidenschaft? Also, was hast du für mich? Eine Bande Banditen hat Tritons Muschelhorn in die Finger bekommen. Sie glauben, es hätte Macht über die Gezeiten. So etwas hätten viele gern. Bringst du es mir? Mehr Karten? Wie willst du sonst die Banditen finden? Und jetzt geh, ich will dieses Horn. Von deinen Lippen in die Ohren der Götter. Du wirst es bald in Händen halten. Es ist dein Werk, das mich reich macht, nicht ihres. Interessante Geschichte. Besteht das Horn wenigstens aus Gold? Meine Liebe, nach all der gemeinsamen Zeit, glaubst du, ich wäre an diesem Objekt interessiert, wenn es nicht aus Gold bestünde? Und du willst sicher nicht die Gezeiten kontrollieren? Nur Narren glauben, sie könnten das Meer beherrschen. Weißt du irgendwas über die Banditen, die es haben? Es sind Banditen. Sie stehlen und morden. Was gibt es da noch zu wissen? Diese Beschreibung trifft aber auch auf dich und deine Piraten zu. Du willst wissen, wie wir uns unterscheiden? Dann sieh dich um. Ich habe eine Insel. Und die? Ein Loch im Boden. Aha.
Ich hol dir die Muschel. Nicht, was Xenia will, aber ich kann es ja selbst behalten. Vorwärts. Ella. Komm schon. Ho, ho! Wird gut bewacht. Huh?
Komm schon. Muss ich vorsichtig vorgehen. Besser nicht so weit raus. Der Eingang muss unter Wasser liegen. Dorfbewohner lässt sich von einem klatschnassen Banditen einschüchtern. Wir könnten nicht mal kleine Kinder erschrecken. Ugh!
Also das ist das Horn. Ganz schön schwer. Klar, dass Xenia es haben will. Ich schwimme lieber nicht nochmal durch diesen Tunnel. Hier weht eine Brise. Es muss einen anderen Ausgang geben. Ich habe, was du brauchst. Dann gib es her. Ein Horn, heil und sicher der Königin der Meere überbracht. Ich weiß deine Dienste sehr zu schätzen. Lass mich wissen, wenn du noch was brauchst. Mein Westwind, du hast wirklich ein Näschen für die Schatzsuche. Ich hoffe, ich kann auch bei persönlicheren Aufträgen auf dich zählen. An was denkst du denn? Ein Händler hat ein paar meiner Karten gestohlen. Ein unehrlicher Händler hat dich übers Ohr gehauen? Es schmerzt in meiner Brust. Die Karten verweisen auf Relikte, die die Krönung meiner Sammlung wären. Finde sie und ich bade dich in Brahmen. Was ist passiert? Der Betrüger Autolycus ist ein Lügner und ein Dieb. Er raubte einige von Anaximanders besten Arbeiten. Ich wette, er will meine Schätze bergen und für ein Vermögen verkaufen. Schon gut, ich versuche ihn zu finden, bevor er dazu kommt. Er treibt sich bei Nauplia herum. Such dort. Ich sehe, was ich finden kann. Perfekt. Damit kann ich die Schätze aufspüren, die Xenia will. Hast du dieses Händerschwein Autolycus gefunden? Er frisst und säuft sich in Nauplia sein Arsch noch fetter und will stehlen, was rechtmäßig mir gehört. Hier müsste ich richtig sein. Thank you.
bin da. Franz Flöte. Das wird Xenia gefallen. Los! Gefunden. Xenias Kartograf lag wieder mal goldrichtig. Zu atmen, habe ich gute Arbeit geleistet, wenn du mich fragst. Einverstanden. Thank you.
Kinder wäre ich. Die goldene Lyra von Apollon. Was Xenia dafür geben würde. Die Gezeiten haben meine Lieblingswaffe wieder angespült. Was hast du für mich? Weißt du, wie viel Arbeit ich damit hatte? Und das für ein paar gewöhnliche Musikinstrumente? Ich hätte einfach zum Markt gehen können. Das sind keine gewöhnlichen Instrumente. Das sind Kunstwerke. Dann zahl mir das Doppelte. Das Doppelte? Oh, Malaka. Mir gefällt, wie du denkst. Abgemacht. Danke. Nun, mein Westwind, dein Zeitgefühl ist schärfer als eine Speerspitze. Ich habe etwas sehr viel Ernsteres mit dir zu besprechen. Folge mir. Lebst du noch? Oh, alles tut weh, also schätze ich schon. Galathea schleppte sich her, nachdem ihr Schiff angegriffen wurde. Sie verlor wichtige Fracht und Teile ihrer Mannschaft wurden gefangen genommen. Du könntest diese Probleme aus der Welt schaffen. Was brauchst du? Galathea, erzähle es ihr. Wir gerieten in einen Hinterhalt, nicht weit von Pelene. Unser Schiff wurde gekapert und versenkt. Ich entkam, doch ich verlor unsere kostbare Fracht. Wer griff euch an und warum? Soldaten der einen oder anderen Fraktion. Für mich sehen die alle gleich aus. Das macht es nicht einfacher, sie zu finden. Ich musste meine Eingeweide daran hindern, rauszufallen. Ich habe nicht drauf geachtet. Beruhige dich. Galathea sah, dass sich die diebischen Hunde in die Orliros-Festung zurückgezogen haben. Ja, in Achaea. Welche kostbare Fracht hattet ihr geladen? Eine wertvolle alte Truhe für Xenia. Das genaue Was und Wieso ist nicht von Bedeutung. Du musst nur wissen, dass in der Truhe etwas ist, das mir sehr am Herzen liegt. Bring sie zurück und du wirst reich belohnt. Was geschah mit dem Rest der Mannschaft? Viele starben beim Kampf, aber mindestens drei haben die Malakis mitgenommen. Und wo warst du? Blutend in der Brandung, volllauf damit beschäftigt, kein Krähenfutter zu werden, damit jemand von dem Überfall berichten kann. Schlaf jetzt, Galathea. Unter den Vermissten sind mein Kartograf Anaximander, mein Adlerauge Aira, und Galatheas Bruder Kitos. Sie alle sind mir bedingungslos treu. Es wäre eine Schande, sie zu verlieren. Überlass das mir. Ich finde deine Leute und die wertvolle Fracht.
Hier werden sie besonders wachsam sein. Richtig. Ist da jemand? Ich wünschte,
Zeichen. Achtung, der Schütze! Die Pfeile wurden von dort geschossen.
Du musst Anaximander sein. Ja, woher weißt du das? Ich habe so viele deiner Karten studiert, es ist, als würde ich dich kennen. Die kostbare Fracht, Xenias Truhe, wird in der Schatzkammer sein. Kannst du sie zurückholen? Kann ich. Möge Poseidon dich für meine Rettung in Glück baden. Danke, du bist jetzt in Sicherheit. Die Truhe sein, die Xenia haben will. Du hast die Truhe und meine Mannschaft gerettet. Ich weiß, es wird dir lächerlich vorkommen, aber diese Puppe war ein Geschenk meiner Mutter. Sie war eine starke Frau, so zäh wie Hera und so klug wie Athena. Sie kümmerte sich um uns, nachdem mein nichtsnutziger Vater tot oder verschollen war. Das hätte ich nicht erwartet. Niemand hat nur eine Seite, mein Westwind. Stimmt. Genug geredet. Deine Zunge und deine Hände werden noch gebraucht. Dein Talent ist gefragt. Ich habe kaum Zeit, Luft zu holen, geschweige denn für irgendwas anderes. Aber ich freue mich, dass ich dir helfen konnte. Hab Dank, Söldnerin. Du hast mir sehr geholfen.